electro, I will survive. When I'm out of ammo, I just let the rack go, I will survive. Even when I'm in Cherno, up in electro, I will survive. Hallo, weißt du, wo die anderen sind? Nein. Was hast du gerade die ganze Zeit gemacht? Ich suche. Da hinten ist einer. Wer denn? Wo? Achso, ja, das ist hier Dings. Der, den ich gerade die ganze Zeit rede. Aber was suchst du denn? Ich suche Sachen für mein Haus zum Bauen. Was brauchst du denn? Ich kann dir gerne was... Gottes Willen! Was brauchst du denn? Ich kann dir gerne... Alles gut, der schießt nur auf Schweine, der ist jetzt ein bisschen bekloppt. Was brauchst du denn für dein Haus? Ich kann dir gerne was geben. Ich... Fette Schwein wurde gesichtet. Eine Tür. Ja, eine Tür, ja, die musst du bauen. Fette Schwein wurde gesichtet. Magazin wird geladen. Ah, das ist ja... Achso. Weißt du, wo die anderen sind? Oben. Kannst du mich mal warte mal die Bewegung, das sah richtig wavig aus. Weiß alles gut bei Ihnen? Renn mal bitte nicht, ich bin ja. Ja? Keine Sorge, das ist nur ein Gummigeschoss. Da kommt nichts Großartiges raus. Da kommen nur kleine, wie heißt das nochmal? Schüsse. Flummis kommen da raus aus der. Flo, ich will einen. Ich glaube, da musst du mal den da hinten fragen, der gesagt hat, dass ich noch auf Schweine schieße. Das ist nämlich Flummi. Das. Gib mir einen Flummi. Die ganzen Flummis hat der Freund von mir. Naja. Der andere, der wusste. Wusste das Schwein. Mieser Wichser, weißt du das? Was ist das? Aber auch ein bisschen ja, was? Ach du Scheiße. Was ist ein mieser Wichser? Ich will mal eben kurz auf dem Klo. Du möchtest wissen, was ein mieser Wichser ist? Ja. Er ist ein mieser Wichser. Ja. Nein. Das hätte ich eigentlich. Nein, nicht der mit dem Motorradhelm, der hier. Wie heißt du eigentlich? Keine Ahnung, wie du heißt. Laut dir, mieser Wichser. Ja, nee, du darfst das nicht merken. Das war ein böses Wort, okay? Das ist mir rausgerutscht. Darf man eigentlich nicht sagen. Ja, nein, okay? Das darf man nicht sagen. Wenn du das sagst, zu einem Polizisten kommst du ins Gefängnis. Lebenslänglich. Ganz, ganz lange. Ja. Und dann wirst du jeden Morgen geschlagen. Deswegen darfst du sowas nie wieder sagen. Auch wenn es er sagt. Dafür kriegt der nachher Schläge, ne? Also natürlich. Nein. Wir klären das alles mit einer Runde, sagen, Mensch, ärgere dich nicht. Guck mich so an, als ob du mich gleich, zum Hustenbonbon einladen möchtest. Ich heiße Lincoln. Lincoln, okay. Ja, ich bin Max. Sie ist nur mal, ich nenne sie einfach Mr. Hustenbonbon. Weil sie mögen ja so gerne Hustenbonbons, oder? Ja. Ich mag okay, Hustenbonbon. Aber wie gesagt, dieses Wort niemals wieder in den Mund nehmen. Wichser? Ne? ich müsste da mal aufs Klo, warte, ich komme sofort wieder. Eine Sekunde. Guck, wenn er auf die Knie geht, heißt das, er möchte ihm einen Heiratsantrag machen, ne? Ne? Ey! Ich kann nicht rennen, ich bin ziemlich das, was er macht, macht okay. Man nicht. Ne? Hey Jungs, keine perversen Spielchen auf in meinem Biergarten, okay? Wenn ihr vögeln wollt, dann geht da hinten in die Hütte. Komm! Viel Spaß! Jetzt! Hier! Ja, die machen ganz schön komische Sachen, also... Vögeln! Was?
Vögeln heißt, wenn zwei Vögel rumfliegen. Das ist nichts anderes als das. Oder Garcia? Oder Grashüpfer. Die... Genau, Grashüpfer. Wollen wir Vögel? Vögel heißt doch... Hoi, hoi, ich bin ein Vögel. Was ist hier los? Hier sind die sind ein bisschen, die wollen ein bisschen vögeln. Ist ein Problem? Ich höre aber die ganze Zeit nur Schüsse. Ja, warum schießt ihr denn hier in der Stadt rum? Lasst uns doch mal hier ein bisschen friedliche Stadt an den Start bringen. Ich bin ja friedlich, ich schieße auch keinen gleich anderen. Ich sag's dir, ne? Ich hab das ja, aber im Endeffekt, ich sag's dir. Ich würde das hier so ein bisschen als waffenfreie Zone betiteln. Also du kannst gerne eine Waffe dabei haben, aber baller doch nicht die ganze Zeit rum. Weil das ist ballern einfach Adrenalin für die, ja, aber für die, die nicht wissen, wer da ballert, ist es immer gleich ein Alarmzeichen. Und wenn jemand ballert, dann kommen Leute angerannt und ich ja, würde dich bitten, einfach nicht hier rumzuballern. Es wäre sehr hilfreich für uns alle. Das ist aber wir so. Wir wollen ja nicht, dass die Polizei dir deine Waffe abnimmt. Das wollen wir ja nicht, ne? Was für eine Polizei? An dieser Stelle entsinnt sich Bernie, warum er eigentlich hier ist, um seinen Fall zu ermitteln, also eigentlich der Bernd Dösbaddel. Und ja, er bekommt hier den Geistesblitz, ja, der Polizei beizutreten, beziehungsweise die Polizei mitzubegründen und für das Gute zu kämpfen, denn schließlich war er ja in Deutschland, war er Kaufhauscop und bringt einige Grundvoraussetzungen mit. Und ja, deshalb reagiert er in der folgenden Szene so, wie er reagiert. Ja, die gerade noch am Schlafen ist. Tja. Also keine Polizei hier gerade vor Ort. Gib mir und die jetzt, Waffe. Jetzt müsst ihr ihn. Ich bin Polizei. Ihn, nee. Ja, die Stadtbewohner hier haben mich noch supportet, haben mir geholfen, hier meine Base zu bauen, mein Haus hier safe zu machen, haben mir Werkzeuge gegeben, haben Hilfestellung gegeben beim Bauen, weil ja der Bernie im RP sozusagen kein ja, wie soll ich sagen, kein professioneller Hausbauer ist, war ich halt auf die Hilfe der anderen angewiesen. Ja, wenn ihr mich auch supporten wollt, dann lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt, beziehungsweise einen Daumen unter dem Video, um zu zeigen, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und ja, eine Sache noch, die folgenden Aufnahmen, beziehungsweise ja, die werdet ihr nicht sehen, da bei mir ja, sind ein paar Aufnahmen verloren gegangen. Es sind auch einige lustige Sachen passiert. Wir haben hier noch eine Schweinejagd gemacht durch die Stadt. Unter anderem die paar Jungs hier haben mich noch zu Bett gebracht und haben mir eine übelste gute Nachtgeschichte erzählt, die mega lustig war. Aber ja, leider sind diese ganzen Aufnahmen verloren gegangen. Und die Aufnahmen, die wieder funktioniert haben, sind dann an der Stelle, wo ich bereits der Polizei sozusagen beigetreten bin. Also ihr fehlt ein Stück dazwischen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, wir machen jetzt einfach weiter mit den Aufnahmen ab da, wo es wieder funktioniert hat. Ja, wie ihr seht, habe ich hier schon bereits meine Polizeiuniform an, bin eingestellt als Rekrut, bin jetzt quasi auch wieder in dem anderen Charakter, in dem Bernd Dösbaddel, dass ich ein seriöser Polizist bin. Der Bernie kommt ja quasi nur aus mir heraus, wenn ich Cannabis konsumiert habe, aber das werde ich mir hier verkneifen, solange ich im Polizeidienst bin. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal zur Police und schauen, was uns dort erwartet. Hallo. Grüß dich, Herr Dösbaddel. Hallo. Moin. Alles frisch? Ja, Einsatz. Alle ausgeschlafen? Schwerwiegender Einsatz, oha. Verdacht auf großen Überfall, deswegen sind auch ich und, wie Sie sehen, Herr Einberger dementsprechend auch ausgestattet, falls es dazu kommen soll. Okay, das klären Sie mich auf. Dementsprechend folgende Sache. Ein Kollege hat anscheinend, soweit ich jetzt mitbekommen habe, einen Autounfall. Die Herren
darum gerufen, dass wir mal gern vorbeikommen mit Ersatzteilen, aber da die schon Probleme mit den Herrn Stranger und mit dem Herrn Gringo hatten, vermuten die auf den Staatsüberfall. Mhm. Okay. Ja, dann. Herr Deutschballer, Sie finden sich ebenfalls einmal im Funk ein, weil wir bleiben im Hintergrund. Wir werden uns taktisch vorposieren. Kanal? Walkie-Talkie, Kanal 1. Kanal 1, hast du gesagt? Ja, ich sehe, dass er, dass wir jetzt zwei sind, also drei jetzt sind. Okay. Perfekt. Gut, die Herrschaften gehen vor, ihr wisst, was es geht. Wir werden uns im Hintergrund halten. Wir werden uns dann positionieren, so um den Treffpunkt drumherum. Ich verstand auch, warum so viele da hinkommen. Einberg, rechts abdrehen, bald. Perfekt. So, eine schöne schusssichere Weste hätte mir auch gefallen. Entschuldigung. Na, wenn nicht. Aber wir haben nicht mit der schnellen Ankunft gerechnet von Ihnen. Ich habe gedacht, ich komme, stempel mich ein, trink erstmal einen Kaffee. Ja. Weißt du, so ein bisschen Schnack. Der Chief, der wollte eigentlich auch eine Rauch gehen und dann wurde geballert. Ja. Ein Schnack mit den Kollegen, einen leckeren Donut reinziehen. Weißt du, dann schön Streife. Sie und ihre Donuts, Herr Dösbadl. Sie sollen auf ihre Figur achten. Ja. Mann, Donuts sind aber sehr verlockend, das muss man schon zugeben. Achtung. Durch den Wald weiterhin? Ja, wir bleiben auf der rechten. Sie wissen Marvin, schon, dass wir Marvin nach Lukow müssen, okay? Lukow Kirche ist Treffpunkt, dass Sie wissen, ne? Okay. Jo, wissen wir Bescheid. Ich hab zwar Plan, wie wir laufen müssen, aber. Naja, das ist hinter Gliniska. Wir brauchen eigentlich nur geradeaus und dann irgendwann nach links. Also wenn wir an Gliniska vorbei sind, noch hinter dem Airfield. Das ist nicht leicht zu übersehen. Achso, und das läuft alles zu Fuß. Oh Mann, sind die Herrschaften schlapp. Das ist viel sicherer. Wir könnten uns ja. Wäre es vielleicht cleverer, wenn wir zuerst ankommen? Und uns schon mal. Wenn es ja ein Überfall ist, dann sollten wir uns ja nicht direkt als erstes sehen. Nee, ungesehen meine ich, dass wir uns schon mal positionieren und dann. An der Kirche, gebaut. Das... Nein, der Unfall eignet sich, glaube ich, nicht an der Kirche. Das ist der Treffpunkt, ist nur die Kirche, glaube ich. Warte, ich habe eine SK, da kann ich kurz mal gucken. Ja, da hinten laufen sie. Übers offene Feld, vier Leute. Ja. So, ich glaube, ihr habt jetzt so eine leise Idee, wo das mit meinem Charakter hingeht, was meine RP-Rolle ist. Also zum einen halt dieser kleine Bernie, in den ich verfalle, wenn er gekifft hat und der seriöse Polizist Bernd Dösbadl, der halt ist. Und ja, wir laufen jetzt hier zu dem Einsatz. Also wir haben hier ein paar Lockvögel, die vermutlich überfallen werden sollen. Und ja, wir halten uns im Hintergrund und werden einschreiten, sobald die Situation dies erfordert. Ja, wie das Ganze weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Wie gesagt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, haut rein, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.